Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, sowohl hier im Saal als auch draußen vor den sogenannten Endgeräten, vor den rechteckigen Bildschirmen, deren Form bald unsere Augen ebenfalls annehmen werden, die Sie also auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Museums den heutigen Vortrag erleben wollen und erleben dürfen, vor allen Dingen. Ganz herzlich willkommen also zu einem weiteren Vortrag aus der Serie Physik und Technik, den also der Exzellenzcluster Origins für Sie organisiert. Origins, ein Exzellenzcluster der beiden Münchner Universitäten, vor allem der Physikfakultäten der beiden Münchner Universitäten, essentiell verstärkt durch die Max-Planck-Institute, durch ESO und durch das Leibniz-Rechenzentrum und das Deutsche Museum, welches ebenfalls an unserem Cluster beteiligt ist. Mein Name ist Stefan Paul, ich bin Experimentalphysiker am Physikdepartement der TU München. Ich bin Teilchenphysiker und habe die Ehre, also den Exzellenzcluster schon seit vielen Jahren mit zu koordinieren. Es freut mich ganz besonders, heute einen Freund, Kollegen anzukündigen, Markus Kistler-Patek von der ESA. Es freut mich, weil ich weiß, dass er ganz exzellente Vorträge hält. Und deswegen haben wir ihn natürlich auch gefragt. Und bevor Markus nun zu seinem Vortrag kommt, möchte ich doch ein paar Worte zu ihm sagen. Markus ist Enkel eines Bonner Nobelpreisträgers, Wolfgang Paul. Er hat in Bonn auch studiert, was aber fast unkorreliert ist damit. Erst Physik und dann Astrophysik und ist dann mit einem Stipendium der Ferdolünen, also der Humboldt-Stiftung, Ferdolünen-Stipendium, in die schöne Stadt Santa Cruz nach Kalifornien, da, wo die Sonne immer scheint, hingegangen, kehrte dann aber einige Jahre später zurück nach München, zuerst als Fellow zur ESO, also das ist die Organisation, die die großen Teleskope in Chile betreibt, und war dort erst vor allen Dingen wissenschaftlich tätig, also Astronom, bevor er dann in den Instrumentenbau, in das Management gewechselt hat und war dann zuständig für die Konstruktion war damals noch zu früh, aber um die Konzeptionierung eines sehr großen, des neuen großen Teleskops der ESO, das ELT. Er ist dann 2012 wieder über den Teich geflogen, ist nach Hawaii gegangen. Für 5 Jahre war er auf Hawaii und hat dort sich gekümmert um den Aufbau eines großen amerikanischen oder internationalen Teleskops unter amerikanischer Führung, dem Gemini-Teleskop, bevor er dann als stellvertretender wissenschaftlicher Direktor zurückkam zur ESO. 2 Jahre später hat er dann einfach in der ihn bezahlenden Organisation ein Vokal gewechselt, ist von der ESO zur ESA gegangen und auch der Stadtname hat sich geändert von München nach Madrid und an der ESA ist er zuständig für die Operation und für die Wissenschaft von eben der European Space Agency ESA. Er ist neben seinen astronomischen Begeisterungen pflegt er auch die Lehre sehr, also wir werden es an seinem Vortrag merken, er hält weiterhin Vorlesungen in München an der LMU, interessiert sich ganz besonders für die Astrobiologie und ich bin sicher, dass er das eine oder andere auch aus diesem Themenkreis in seinen heutigen Vortrag mit einbauen wird. Ich freue mich ganz besonders auf deinen Vortrag, Markus. Toll, dass du hier bist und die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Schönen Abend miteinander. Schön, dass man noch vor einem auch reduzierten Live-Publikum noch reden kann. Und ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und Ihnen ein bisschen vorstellen zu können, was nun die ESA macht, die Europäische Weltraumorganisation. Ich bin immer so ein bisschen frustriert, wenn ich auf der Straße gehe und sage, ich arbeite für Weltraummissionen. Die Leute, ach, NASA. Ich sage, nee, NASA, das sind die Amerikaner, wir sind die europäische NASA. Und ich bin dann immer eben froh, dass wenn man mich einlädt, um mal zu erzählen, was die ESA eigentlich macht, also die europäische NASA. Das ist immer, so stelle ich mich dann immer vor, europäische NASA. Irgendwann mal hoffe ich, dass die NASA sagt, ach, wir sind die amerikanische ESA. Aber dazu kommt es dann vielleicht. Also ich zeige mal, dass wir dem nichts nachstehen und was wir dann eben so bei der ESA machen. Die ESA, das ist eine Zusammenkunft von 22 Mitgliedstaaten, also europäisch hauptsächlich,
Und wir sind dann an 7 Zentren in Europa. Und wir haben eine Zentrale in Paris und ich habe die hier auf der aufgemalt, hier auf einer Karte mal. Und die ESA macht extrem viel, 5000 Angestellte. Und ich gebe Ihnen mal einen kurzen Überblick drüber und werde dann mich auf die Wissenschaft, die Weltraumwissenschaft fokussieren. Für die Weltraumwissenschaft sind folgende Standorte eben wichtig. Madrid wurde schon erwähnt, das ist das European Space Astronomy Center. Und da bin ich hauptsächlich, habe aber auch einen großen Teil meines Teams in den Niederlanden. Da ist die ESTEC, das European Space and Research and Technology Center. Und wenn wir unsere Mission betreiben, wird das meistens gemacht aus dem, auch wieder da Analogie zur NASA, aus unserem europäischen Houston. Und das ist bei uns Darmstadt. Also da ist das die ESOC, das European Space Operations Center. Das sind die Leute, die mit den Satelliten kommunizieren. Und natürlich, viele unserer Raketen bzw. Satelliten werden aus dem unserem Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana gestartet. Das sind also so die Zentren. Wir haben aber auch Zentren in England. Unsere Astronauten sind in Köln und wir haben Erdbeobachtungen in Italien noch. Die ESA hat 4 große Bereiche, in denen sie arbeitet. Ich werde jetzt nicht über alle was erzählen, das wäre jetzt viel zu lang. Wir werden heute eben was über die Wissenschaftsmissionen hören. Das ist in diesem Block Science and Exploration. Bis wir aber das machen können, muss einiges vor uns passieren. Und das wollte ich Ihnen dann doch kurz erwähnen, bevor ich dann über die Wissenschaftsmissionen spreche. Ich fange mal an mit Trägerraketen. Also wenn wir Weltraumastronomie machen wollen, bodengebundene Teleskope stehen auf dem Boden, Weltraumteleskope muss man hochkriegen. Und die ESA entwickelt eben mit Raketen hier einen Start einer Ariane 5. Es gibt große Raketen, kleine Raketen, je nachdem, wie viel Masse sie in den Weltraum befördern wollen. Wir haben die Vega-Systeme in Europa, das ist so für eine Tonne oder leichter. Und dann eben, wenn sie wirklich schwere Satelliten bauen, 2, 3, 4 Tonnen schwer, dann brauchen wir große Raketen. Ariane 5 ist seit vielen, vielen Jahren wirklich das Arbeitspferd bei uns. Und was jetzt in den nächsten Jahren, wird eben ersetzt durch die Ariane 6, entweder mit 2 Boostern, dann heißt die Ariane 6-2, oder mit 4 Boostern, dann Ariane 6-4. Lustigerweise wurden diese schweren Raketen entwickelt für wirklich schwere Satelliten. Allerdings ist der Trend zu leichteren Satelliten. Also es werden jetzt immer mehr kleinere Satelliten, Nanosatelliten oder CubeSats auch, 10 mal 10 mal 10 Zentimeter hochgeschickt. Dafür ist natürlich so eine Ariane 6 viel zu schwer. Aber wenn Sie durch das Sonnensystem fliegen wollen, wie wir, dann brauchen Sie ein etwas größeres Raumschiff und die passen eben nur in wirklich große Raketen wie diese Ariane 6. Das ist also ein Zweig der ESA. Der andere Zweig, der wirklich sehr wichtig ist, sind Bodenstationen. Leider hat die Telekom vergessen, eben Mobilfunkmasten zwischen hier und dem Asteroidengürtel aufzustellen. Deswegen müssen sie von der Erde mit kommunizieren. Und dafür haben wir ein ganzes Netz von Kommunikationsantennen. Warum ein Netz? Hier sehen Sie eben auf einer Weltkarte mal alle Standpunkte aufgezeigt, weil natürlich die Erde sich dreht, wie hier rechts. Und wenn Sie ein Satellit sind, der am Mars stationiert ist zum Beispiel, gucken Sie auf die Erde dreht sich, wenn es da nur eine Antenne gäbe, würden Sie die Antenne vielleicht für 8. Wenn Sie die Antenne allerdings über den kompletten Globus verteilen, dann dreht sich zwar die Erde, aber Sie sehen immer wieder eine andere Antenne. Antennen gibt es in verschiedenen Größen. Wenn Sie in der Nähe der Erde sind, brauchen Sie eine kleine Antenne nur, da brauchen Sie nicht sehr viel Kommunikationsenergie. Kleine Antenne heißt bei uns 10 bis 15 Meter, davon gibt es sehr viele. Wenn sie allerdings sehr weit sind, also wenn wir anfangen mit unseren Missionen durch den Weltraum zu fliegen, zu anderen Planeten, brauchen wir wirklich sehr, sehr große Antennen, um mit den Satelliten kommunizieren zu können. Das sind dann 30 Meter Antennen. Die Europäer haben 3 davon, strategisch verteilt auf dem gesamten Globus. Eine ist in der Nähe von Madrid und da fliegen wir gerade hin, das ist die in Cerebros. Die andere Organisation, die 3 Antennen hat, ist auch die NASA und fast an den gleichen Stellen, auch in der Nähe von Madrid, also allerdings nicht dieselbe. Und wir tauschen uns auch sehr aus. Wenn Sie uns brauchen, leihen wir Ihnen unsere Antennen und umgekehrt. Das ist also die hier unserem Meridian hier steht. Dann haben wir eine in Argentinien für uns, Malargüe. Die USA hat eine in den USA
Und dann haben sowohl die ESA als auch die NASA noch jeweils Antennen in Australien. Wir haben eine in Westaustralien, NASA hat eine in Ostaustralien. Die Russen haben noch eine 30-Meter-Antenne. Und so bildet sich ein ganzes Netz und eine gute Kooperation, mit der wir eben mit unseren Satelliten kommunizieren können. Wenn die Satelliten um den Äquator fliegen, wollen wir Antennen um den Äquator. Wenn unsere Satelliten über die Pole fliegen, brauchen wir Antennen in den Polen. Deswegen haben wir auch Antenne, die wir oft benutzen, in Spitzbergen da oben. Und auch eine, die Trollstation, den Namen mag ich so gerne, auf der Antarktis. Und damit können wir dann auch mit Satelliten kommunizieren, die eine Polorbit haben. Gut, das sind also praktisch die Vorleistungen, die ESA bringt, Trägerraketen, Bodenstationen, um überhaupt sowas anzufangen wie Weltraumwissenschaften. Ich wollte ganz kurz die Erdbeobachtungen erwähnen, weil das ist natürlich auch Wissenschaft, die ESA macht, fällt nicht unter Weltraumwissenschaften, die gucken leider runter, wir gucken eben interessanterweise hoch, aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend, was die machen, deswegen wollte ich einfach das kurz mal anzeigen. Das, weil die Europäer haben im Moment wirklich das beste Netzwerk an Satelliten, um die Erde zu beobachten. Und es geht da um Sachen wie zum Beispiel Treibhausgase zu messen, die Eisplatten, die Schmelze der Gletscher. Das sind leider immer relativ traurige Nachrichten oder wie sich eben die Polkappen, das Eis auf den Polkappen entwickelt, vermessen wir kontinuierlich, was die Wärme der Ozeane ist, wird ständig überprüft, dann was der Meeresspiegel ist, was die Feuchtigkeit in den Böden ist. Also wir haben eine riesige Flotte an Satelliten, die eben nach unten guckt und eben uns den Status der Erde immer durchfunkt. Sehr interessant, ein Vortrag für sich. Aber heute wollte ich über Science and Exploration reden. Exploration sind unsere Freunde, werde ich aber auch nur ganz kurz erwähnen. Sie sehen, wir machen sehr, sehr viel. Exploration ist praktisch unser Zweig an Wissenschaft, die sich mit allem befassen, wo wir noch denken, wo wir bemannt hinkommen. Das heißt Astronauten, die ISS, Mond und Mars. Mars waren wir dazu noch nicht, aber arbeiten wir dran. Und das sind eben unsere Kollegen, die sich mit Experimenten an Bord der ISS beschaffen, die eben die Astronomen ausbilden in Köln. Alle Experimente, die eben im Orbit gut untergebracht sind, das können biologische, medizinische Experimente sein. Darum kümmern sie sich, die kümmern sich um den Mond, der hier kurz eingeflickert wird. Sie wissen, dass wir jetzt gerade an einem Mondbahnhof mit den Amerikanern arbeiten und dann bis zum Mars. Und über den Mars erzähle ich noch dann später was, weil der Mars, das ist da, wo praktisch unsere Freunde aus der Exploration und wir aus Science überlappen, wo wir eben zusammenarbeiten. Die planen, Leute hinzuschicken und wir planen eher, den Mars zu beobachten. Gut, und damit also Ende unserer Einführung und zu dem eigentlichen Thema, die Wissenschaftsmissionen. Warum überhaupt Weltraummissionen? Ja. Warum sollen wir ins Weltall, um zu beobachten, wenn man auch Teleskope auf dem Boden bauen kann? In der Regel, wenn Sie ein Teleskop ins Weltraum schicken, kostet es für dasselbe Teleskop mindestens das Doppelte, aber eher so bis zum Zehnfachen am Preis. Und wenn Sie sparsam sein wollen, dann bauen Sie lieber 10 Teleskope auf dem Boden, anstatt eins hochzuschicken. Aber es gibt gute Gründe, weshalb man auch eben Weltraumastronomie betreibt oder Weltraumphysik betreibt. Unsere Wissenschaftsmissionen sind in drei großen Bereichen aufgeteilt. Also einerseits die Sonnenphysik, da erzähle ich Ihnen dann noch was dazu, und dann die Planetenwissenschaften, also Planeten studieren, und dann Astronomie. Und in der Sonnenphysik wollen wir von der Erde entkommen, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist natürlich, das ist alles noch in Reichweite, also wir können praktisch bis zur Sonne fliegen, und je näher sie dran sind, desto schärfer können sie natürlich die Details sich anschauen. Wenn sie auf der Erde sind, sind sie auf einer Umlaufbahn. Sie können dann immer auf den Äquator der Sonne gucken, und wir drehen uns eben um die Sonne und sie sehen den Äquator. Wenn sie mal die Pole angucken wollen, was für uns wichtig ist, weil da die Magnetfelder wirklich entspringen, dann müssten sie eben mit einem Satellit eben anfangen, eine geneigte Bahn zu fliegen, um dann von oben auf die Sonne zu gucken. Und schließlich, wir sind eben relativ gut geschützt auf der Erde, von der Atmosphäre, von der Magnetosphäre auf der Erde. Wenn Sie wirklich die Sonnenstrahlung roh erfassen wollen, dann müssten Sie eben mit einem Satelliten jenseits von der Magnetosphäre oder in der Magnetosphäre sich begeben. Das ist für die Sonnenphysik. Für die Planetenwissenschaft auch wieder in Reichweite, deswegen ist es natürlich verlockend, dahin zu fliegen. Einerseits, wenn Sie natürlich zum Planeten fliegen, können Sie anfangen, wirklich hohe Auflösungen
für ihre Bilder zu bekommen. Auf dem Mars zum Beispiel sind wir wirklich jetzt mit Meta-Auflösung unterwegs. Also wenn sie da falsch geparkt haben, können wir das eben überprüfen. Aus dem Orbit eines Planeten kann man dann tatsächlich eben wirklich gut die Atmosphäre studieren von dem Planeten. Und letztlich, wenn sie wirklich auch landen auf der Oberfläche, dann fangen sie an, wirklich Geologie, Bodenproben zu nehmen. Und eventuell auch, wenn wir nach Leben suchen, wird es dann sehr spannend, wenn wir dann da die Gestein untersuchen können. Und dann Astronomie. Warum fliegen wir überhaupt mit Satelliten über die Atmosphäre mit Astronomie? Es gibt da zwei Hauptgründe. Das eine ist, unsere Erdatmosphäre schützt uns sehr gut vor Wellenlängen, die nicht sichtbar sind. Also sowohl im hochenergetischen Bereich UV-Strahlung, aber auch Röntgenstrahlung und energetischer wird von der Erde geblockt. Wenn Sie also das Universum in den Wellenlängen studieren wollen, müssen Sie über die Atmosphäre. Und das andere ist natürlich, die Atmosphäre ist ständig bewertet die Bilder. Das heißt, wenn Sie ein sehr gutes Teleskop haben, das eigentlich eine sehr hohe Bildauflösung hat, wird die Atmosphäre Ihnen diese Bildqualität verschmieren. Und wenn Sie dann mal über die Atmosphäre kommen, wie zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop, dann bekommen Sie gestochen scharfe Bilder. Also viele Gründe, eben nicht nur von dem Boden aus die Sterne zu beobachten und andere Planeten, sondern eben auch das Geld auszugeben, um hochzufliegen. Was haben wir überhaupt für Weltraummissionen in Europa oder was betreiben wir? Im Moment haben wir 13 Missionen, die im Betrieb sind, und 15 weitere werden im Moment geplant für das nächste Jahrzehnt. Und eine Mission zu entwickeln, dauert etwa ein Jahrzehnt, und deswegen haben wir immer wieder welche in Vorbereitung und andere, die unterwegs sind. Aber letztendlich arbeitet meine Gruppe an 28 Missionen, und wir haben dafür ein Budget, das etwa 500 Millionen im Jahr ist. Einen kurzen Überblick, und ich werde über ein paar von diesen Missionen Ihnen was erzählen. Nicht allen, weil wir dafür eben heute nicht die Zeit haben. Aber in der Sonnenphysik fliegen wir im Moment Solar Orbiter, da erzähle ich Ihnen gleich was dazu. Das ist eine Mission, die dieses Jahr gestartet ist. Aber wir haben auch sehr viel ältere Missionen, wie zum Beispiel SOHO, das wir zusammen mit der NASA betreiben. Der Satellit ist unserer. Im Moment wird es aber betrieben von der NASA, vom Goddard Space Flight Center. Dann haben wir eine Mission mit den Japanern, MMX, Mars Moon Explorer. Da werden wir die zwei Monde vom Mars untersuchen, und noch eine weitere Mission zu ExoMars und dann eine ganze Reihe von Missionen. Ich werde ein bisschen über Rosetta und über Cassini reden heute, die eben in der Vergangenheit liegen, aber die sehr, sehr spannend war, um Ihnen ein Gefühl zu geben, was machen wir überhaupt. Und dann in der Astronomie betreiben wir im Moment Hubble, das Hubble-Weltraumteleskop, zusammen mit der NASA. Oft wird es nur mit der NASA assoziiert, aber im Moment sind die Hälfte der Publikationen vom Hubble-Weltraumteleskop von Europäern. CHEOPS ist eine Mission, die im Dezember letzten Jahres gestartet ist. Sie untersucht Exoplaneten. Das ist im Moment ein sehr, sehr spannendes Thema. Gaia vermisst gerade das Universum. Dazu erzähle ich dann mehr später, und dann auch zu XMM und Integral. Das sind unsere Hochenergie-Physik-Missionen. Und dann eine ganze Reihe von Missionen in Vorbereitung und 13 Missionen im Archiv. Wenn man sich das grafisch anschaut, sieht das etwa so aus. Die Sonne ist hier links, und dann kommen die ganzen Planeten. Die Reihe oben, das sind die Missionen, die wir gerade vorbereiten. Die Reihe in der Mitte, das sind diese hier, die sind gerade im Betrieb. Und die Reihe unten, das sind die Missionen, für die Daten archiviert sind. Und was mein Department, so wird es genannt, bei der ESA macht, ist eben, wir haben die Wissenschaftler, wir definieren die Missionen, die in der obersten Reihe sind. Wir also überlegen uns, wie maximieren wir die Wissenschaft, die aus diesen Missionen rauskommt. Wir bereiten den wissenschaftlichen Betrieb vor, also was wir dann mit den Daten machen werden. Dann für diese, jetzt ist gerade mein Bild verschwunden, aber es kommt sicher gleich wieder, diese Reihe, die Sie in der Mitte gesehen haben, das sind die Missionen, für die wir komplett zuständig sind. Und die Reihe unten, für die bauen wir eben Archive und mit dem, also wirklich dem Ziel, die Daten, die wir damals mit diesen Missionen gesammelt haben, für die Menschheit für mindestens 100 Jahre zur Verfügung zu stellen. Was gar nicht so einfach ist, wenn es digitale Daten sind. Sie müssen sie ständig erneuern, ständig auf neuen Trägern zusehen, dass die übernächste Generation noch versteht, was sie für Daten aufgenommen haben und damit was anfangen können. Also auch eine sehr spannende Aufgabe. Das sind die Missionen, die wir im Sonnensystem fliegen. Also hier gelb umrahmt die Sonnenphysik-Missionen und blau umrahmt die planetarischen Missionen. Und dann kommt die zweite Hälfte der Flotte dazu.
Auch wieder hier die Missionen, die oben sind, in Vorbereitung, die Missionen in der Mitte, das sind die, die im Moment fliegen und Daten sammeln, und unten all die Missionen, für die wir schon Daten gesammelt haben und die in unserem Archiv sind. Übrigens ist das Archiv für wirklich jedermann zuständig, also wie diese Vorträge auch, Vorträge für jedermann. Sie können also, wenn Sie wollen, zu unseren Archiven gehen, einfach ESA Sky googeln und in einem Wort, und das ist praktisch unser Portal, wo Sie dann auch für von allen Missionen sehr intuitiv mit in einer Himmelskarte einfach rumfliegen können und ihr Lieblingsobjekt raussuchen und gucken, ob wir da jemals Aufnahmen gemacht haben, und die können Sie dann runterladen. Es gibt auch einen Erziehungsteil, wo einfach Lehrer, Schüler sich da betätigen können, und alles sehr schön gemacht. Also wir versuchen wirklich, diese Daten an die ganze Welt zu vermachten. Wie werden diese Missionen ausgewählt? Es sind nicht nur meine Lieblingsmissionen. Ich würde mich freuen, wenn ich nur auswählen dürfte, aber das ist natürlich so, dass wir von Steuermitteln bezahlt werden und das eigentlich für die wissenschaftliche Gemeinschaft der Mitgliedstaaten machen. Das heißt, die wissenschaftliche Gemeinschaft wird regelmäßig konsultiert. Wir fragen sie einerseits, was sind die breiten wissenschaftlichen Richtlinien, was sollen Dienstleistungen, und versuchen eben die Forschung in Europa und weltweit eben zu maximieren und die tollsten Missionen zu fliegen. Die Missionen sind in vier Größen aufgeteilt, also um Ihnen ein Gefühl zu geben, wie viel kostet denn überhaupt so eine Mission, sind die alle gleich groß, gibt es kleine und große. Unsere Flagship-Missionen, die kosten bis zu 1 Milliarde Euro. Und das wird natürlich nicht auf einen Schlag ausgegeben, das wird über 10 oder 20 Jahre ausgegeben. Aber das ist so praktisch der Preis eines wirklich großen Weltraumteleskops oder eines Raumschiffes, das dann bis zum Jupiter fliegt und dort die Monde beobachtet. Also, da gibt es diese mittelgroßen Missionen, was wir M-Class nennen. Die kriegt man für die Hälfte des Preises, 500 Millionen, immer noch ein stolzer Preis. Dann haben wir Missionen, die wir relativ etwas schneller entwickeln, in nur ein paar Jahren. Oft ist es, weil es ein Thema gibt, das wirklich dann jetzt plötzlich sehr, sehr heiß ist, wo wir wirklich dran forschen wollen. Und die bauen wir dann etwas schneller, sind aber dann auch nicht ganz so ambitioniert. Oft haben sie dann nur eine enge Frage, wissenschaftliche Frage, die sie beantworten wollen, oder eng, aber sind keine wirklich Observatorien. Und dann Gelegenheitsmissionen, wo dann eine Partneragentur sagt, wir bauen jetzt gerade an Mission so und so, wollt ihr nicht mitmachen? Und dafür haben wir immer ein bisschen Geld beiseite, dass wir da auch mal mitmachen können. Und das Schöne ist, dass als Europäer wir die weltoffensten sind. Also wir können praktisch mit jeder anderen Weltraumorganisation eine Kollaboration eingehen. Ob es jetzt die NASA ist, mit denen machen wir sehr viel zusammen. JAXA, die Japaner, mit denen haben wir auch einige Missionen. Wir haben aber auch Missionen mit den Chinesen ein paar. Das läuft jetzt immer mehr an, seitdem sie sich weiter öffnen. Und seit sehr langem kollaborieren wir auch mit den Russen, mit Roskosmos. Da haben wir auch einige Missionen, die wir mit denen fliegen. Unter sich können nicht alle mit allen, aber wir sind oft so ein Knotenpunkt, wo wir eben Kollaboration ermöglichen. Und selber eben haben wir keine Begrenzungen und sind allen gut befreundet. Das ist, um Ihnen so einen Das ist interessant, weil man da sieht, dass bei solchen riesigen Projekten wir eigentlich nie für uns selber planen, sondern immer für die nächste Generation oder vielleicht sogar die übernächste Generation. Also zum Beispiel die Missionen, die jetzt fliegen, XMM Newton oder Integral ist gerade in Betrieb noch, Cluster wird noch betrieben, SOHO. Diese Missionen wurden alle 1984, also da ging ich noch zur Schule, also konzipiert und auch ausgesucht und dann angefangen mit dem Bau, mit der Zusammensetzung des Satelliten, der Instrumente und dann dem Betrieb. Das war also 1984, das hieß damals Horizon 2000. Dann gab es Horizon 2000 Plus, 10 Jahre später, 1995. Dann kam nochmal Mission dazu, Gaia, worüber ich dann gleich nochmal reden werde. Das ist im Moment so unser Flagship. LISA Pathfinder ist schon geflogen. BepiColombo Colombo haben wir gerade eben losgeschickt Richtung Merkur. Sie sehen also, das sind Missionen, die vor 25 Jahren geplant worden sind. Also das waren praktisch meine Vorgänger oder die Generation vor mir, die jetzt die Mission geplant hat, die jetzt unterwegs sind.
Und dann gab es 2005 wieder eine große Auswahl von Missionen, auch wieder alles mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Und da sind eben diese Missionen, die wir gerade vorbereiten, JUICE in 2 Jahren, Athena und LISA, das dauert noch fast 10 Jahre, Solar Orbiter ist dieses Jahr losgeflogen, Euclid in 2 Jahren, Plato in ein paar Jahren, CHEOPS ist letztes Jahr losgeflogen. Also das sind jetzt die Missionen, die jetzt fliegen. Und wir bereiten schon für unsere Enkel die Missionen vor. Wir haben jetzt eine große Konsultation der wissenschaftlichen Gemeinschaft gestartet, das heißt Voyage 2050. Da wollen wir wissen, was sind die Themen für die Jahre 20, 30, 40, 50. Und soweit planen wir. Und soweit können wir planen, weil das ist auch das Schöne in Europa. Wir haben diese Sicherheit, dass wir eben regelmäßig Einnahmen bekommen werden von unseren Mitgliedsländern. In den USA ist es viel mehr eine Achterbahnfahrt, je nachdem, wie der Kongress gerade gelaunt ist, ein Jahr mal mehr, ein Jahr mal weniger. Die können gar nicht, die sind immer neidisch, dass wir so lange, also so weit im Voraus planen können. Und das ist eine der schönen Sachen, die eben auch wir Europäer da haben. Wir sind manchmal nicht ganz so flink wie die NASA, aber dafür langsamer und zielstrebiger. Gut. So viel eben zur Übersicht und jetzt wollte ich Ihnen mal was Spannendes erzählen, nämlich was wir überhaupt machen für Physik und für Missionen. Und zwar, ich wollte anfangen mit Solar Orbiter. Solar Orbiter ist eben der Satellit, der im Februar Richtung Sonne gestartet ist. Einfach mal ein Gefühl für die Technik zu bekommen. Ein Problem, das Sie haben, wenn Sie im Weltraum sind, ist Kommunikation. Sie müssen also zusehen, dass Sie an Bord eine Antenne haben, mit der Sie zur Erde kommunizieren können. Hier ist sie eben unten. Und je weiter sie weg sind, desto schwieriger ist es zu kommunizieren. Das andere Problem, das sie haben in der Regel, ist, ihren Satelliten mit Energie zu versorgen. Wenn sie in Richtung Sonne fliegen, ist es einfach. Sie nehmen ein paar Sonnensegel mit, sie sind nah an der Sonne und passt alles. Aber je weiter sie sich von der Sonne entfernen, desto größer müssen natürlich die Sonnensegel sein. Und zum Beispiel für JUICE, diese Mission, die zum Jupiter fliegt, also weit, weit raus ins Sonnensystem, da müssen sie schon Fußballplatz große Sonnensegel mitnehmen, damit sie überhaupt genug Energie haben, und das ist dann auch nicht mehr so viel Energie, die sie dann bekommen, um die Instrumente an Bord zu betreiben. Also sie können natürlich auch Batterien mitführen. Früher war es schick, Atomenergie mitzuführen. Das ist mittlerweile zu unsicher. Wenn da was passiert beim Start, wollen sie jetzt nicht irgendwie einen radioaktiven Regen über sich ergehen lassen. Wir haben aber auch durchaus elektrische Treibstoffsysteme. Und für Missionen, die dann praktisch raus zu Uranus und Venus fliegen, müssen wir uns auch Batterielösungen überlegen. Das andere ist natürlich bei einer Mission wie Solar Orbiter. Sie fliegen relativ nah an die Sonne, jetzt nicht ganz nah, wie Sie sich denken. Etwas näher als der Merkur an der Sonne ist, aber sehr viel näher wird es dann zu heiß. Immerhin haben sie dann als Temperaturunterschied von vorne und hinten vom Satelliten etwa 500 Grad. Ja. Also wenn Sie sich vorstellen, Ihr Mobiltelefon heizen Sie auf einer Seite auf 500 Grad, auf der anderen Seite auf 0 Grad, aber alles, was drin ist, muss noch funktionieren. Das gibt den Ingenieuren immer ziemlich viel zu knacken. Also, warum interessieren wir uns für die Sonne? Die Sonne ist ein Stern, wie jeder andere im Himmel, aber hat den Vorteil, dass wir hinfliegen können. Ja? Der nächste Stern ist 3, 4 Lichtjahre entfernt. Das würde eine Weile dauern, dahin zu fliegen, selbst mit Lichtgeschwindigkeit eben 3, 4 Jahre, aber Lichtgeschwindigkeit werden sie nicht erreichen. Das wird also länger dauern. Wenn Sie also was über Sterne erfahren wollen, bietet es sich an, zur Sonne zu fliegen und sie dort zu studieren. Das andere, was ich immer spannend finde, ist eben für Leben. Das gesamte Leben auf diesem Planeten saugt Energie von der Sonne auf. Ja, entweder sie sind Vegetarier, dann essen sie was direkt Sonne aufgesaugt hat, oder sie essen Vegetarier, dann sind sie eine Stufe weiter entfernt. Aber letztendlich das komplette oder fast jeder lebende Organismus auf diesem Planeten hat irgendwann mal vor 3,5 Milliarden Jahren entdeckt, dass Photosynthese ganz, ganz gut ist und saugt seine Energie von der Sonne auf. Es gibt dann auch noch ursprünglich konnten sie auch noch chemische Energie oder vielleicht Wärmeenergie benutzen. Aber letztendlich, Sonnenenergie ist das, wovon wir alle leben, direkt oder indirekt. Und deswegen die Sonne zu verstehen und wie die Sonne sich auch verändert, ist sehr spannend. Hauptsächlich geht es um die Frage, wie entsteht die Heliosphäre? Das ist sozusagen die Atmosphäre um die Sonne rum, weil die Sonnenoberfläche ist relativ kalt, also 5000 Grad. Aber die Atmosphäre der Sonne ist 1 Million Grad heiß. Und wie steuert praktisch diese Sonne diese Temperaturschwankung zwischen 5000 und 1 Million Grad? Was passiert da?
Und dann aus der Heliosphäre kommen dann diese hochenergetischen Partikel auf uns zu, auf der Erde, werden normalerweise von unserer Magnetosphäre aufgefangen, bilden da diese schönen Nordlichter. Aber wenn es da wirklich einen Sturm gibt, dann gibt es magnetische Anomalien und die könnten unsere komplette Elektronik auch lahmlegen. Deswegen wollen wir auch ein bisschen ein Warnsystem haben. Was passiert mit der Sonne? Wie verhält sich die? Im Moment ist alles ganz ruhig. Die Sonne hat einen 11-Jahres-Zyklus. Im Moment sind wir in einer ganz ruhigen Phase. Wenig Sonnenflecken. Und das sind eben die Themen, die mit denen wir uns befassen, die wir eben auch gerne studieren, wenn wir da sind. Wie so eine Mission aussieht, wollte ich mal hier dran illustrieren. Also die geht über viele Jahre. In dem Fall sind wir Februar 2020 gestartet. Sie können, in der Regel sind sie begrenzt mit der Masse, die sie eben mit einer dieser Ariane-Raketen hochschicken können. Deswegen können sie nur relativ wenig Treibstoff mitnehmen. Und wenn sie wenig Treibstoff mitnehmen, heißt das, wenn sie durch das Sonnensystem navigieren wollen, können sie nicht à la Star Wars mit einem Raketenantrieb rumfliegen, sondern sie müssen nur kleine Korrekturen anbringen und zu versuchen, eben die Planeten als Schleudern zu benutzen, also die Gravitation der Planeten zu benutzen, um ihre Kursänderungen zu machen. Und wir haben tatsächlich eine ganze Gruppe, die heißt Flight Dynamics, die sitzen in Darmstadt. In der Regel schließen wir da nur die Türen und schieben Pizza unter die Tür durch. Das sind Mathematiker und die berechnen eben, wie in 20 Jahren der Satellit wo sein muss, um genau diesen Schwung zu bekommen, um dann die Bahn um 5 Grad zu neigen und so weiter. Und das passiert eben mit Solar Orbiter. Im Dezember diesen Jahres wird es zum ersten Mal an der Venus vorbeifliegen und Sie sehen an der Bahn, wenn Sie das hinter mir verfolgen, wir waren ursprünglich mal in der Nähe von der Erde gestartet, um die Sonne rum. Und im Laufe der Zeit benutzen wir die Planeten, hauptsächlich eben Venus, aber auch ab und zu mal die Erde, um ganz langsam die Bahn zu neigen, dass wir eben praktisch über die Pole der Sonne fliegen können und gleichzeitig auch die Bahn elliptischer zu machen, dass wir also praktisch näher rankommen an die Sonne. Und Sie sehen jetzt dann praktisch in den Jahren wird der Solar Orbiter so langsam sich rantasten, dass er näher an der Sonne vorbeifliegt, als Merkur es im Moment tut. Das wird aber dann etwa das nächste sein, 40 Millionen Kilometer oder so. Und schleudert sich dann eben raus und kommt immer wieder rein. Und wir haben das eben praktisch im Moment vorberechnet auf die nächsten 10 Jahre. Also bis 2030 werden wir dann eine sehr geneigte Bahn haben und von oben auf die Sonne gucken können. Und dann schleppt so ein Satellit wie Solar Orbiter in der Regel jede Menge Experimente mit sich rum. Im Fall von Solar Orbiter sind das 10 Stück. 6 davon gucken die Sonne an, also sind Teleskope und andere Sachen, die in Richtung Sonne gerichtet sind. Und 4 davon fliegen einfach nur mit und messen gerade, was um diesen Satelliten passiert. Was ist das Magnetfeld um die Sonne, was ist die Temperatur, was und so weiter und so fort. Also sogenannte in situ, also vor Ort Instrumente. Und so fliegt eben dieses komplette Labor eben in Richtung Sonne und studiert die Sonne und alles, was wir über die Sonne erfahren wollen. Mithilfe unserer Leute, die eben diese Bahn berechnen und die einfach nur dafür zuständig sind, uns dorthin zu fliegen, wo wir am liebsten sein wollen. Also es gibt Ihnen so ein bisschen einen Überblick, was wie so eben Sonnenphysik aussieht, was wir machen, wie kompliziert so eine Mission ist, wie viel man dabei berücksichtigen muss. Sie müssen von vornherein eben verstehen, was die Bahnen sind, die überhaupt möglich sind, wie viel Treibstoff Sie dann maximal mitnehmen können, was ausreicht, weil je weniger Treibstoff Sie mitnehmen, desto mehr wissenschaftliche Experimente können Sie an Bord packen. Also es ist immer so ein Hin und Her, wie verteile ich meine Masse am geschicktesten, damit die maximale Wissenschaft dabei rauskommt. Und das Spannende, das ist einer der ersten Ergebnisse jetzt von hinter mir oder vor mir für die Zuschauer online. Was Solar Orbiter ist schon bei dem ersten Vorbeiflug, hat was sehr Spannendes entdeckt, nämlich was sie auf Englisch Campfires genannt haben. Sie kennen wahrscheinlich diese großen Sonneneruptionen, wo man so den richtigen großen Strahl aus der Sonne rauskommen sieht, das eben mit dem Magnetfeld sich da rekombiniert und wieder zurückfällt. Und das gibt es tatsächlich in sehr klein. Das hatten wir vorher noch nicht gesehen, weil wir nicht die Auflösung hatten. Und es gibt so viele von diesen Campfires auf der Sonne, also von diesen Lagerfeuern auf der Sonne, also ein sehr gewaltiges Lagerfeuer, dass man jetzt sich überlegt, ob die nicht tatsächlich auch dafür zuständig sein könnten, eben diese Heliosphäre zu heizen dafür. Also als es dann auch eine der Hauptquellen sein könnte für dieses Aufheizen der Heliosphäre. Gut, so viel zur Sonnenphysik. Und ein Zweig, der eben auch mit bei uns in den Weltraumwissenschaften mit drin ist, aber ganz anders, ist die Planetenwissenschaft. Was gibt es da für Missionen?
Wir gehen mal einfach so ein bisschen durch. Ich werde nicht über alle reden, aber eine, über die ich reden wollte, ist Rosetta, auch weil ich das als Experiment sehr, 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 sehr spannend fand. Das ist, Sie haben es vielleicht dann irgendwann mal 2014, 15 gesehen, als dann dieser Satellit bei diesem Kometen angekommen ist, hat es die Schlagzeilen in den Zeitungen weltweit gegeben. Das ist eine Mission Rosetta, die war im Betrieb von 2004 bis 2016, also bis vor nicht so langer Zeit. Und die hat eine 10-Jahres-Reise unternommen zum Komet 67P, genannt nach zwei russischen Entdeckern, und hatte auch sogar ein Landemodul da. Und auch hier wieder eine wunderbare Reise mit vielen Berechnungen. Gestartet war das eben 2004, von der Erde natürlich, und ist losgeflogen. Lila übrigens, diese lila elliptische Bahn, das ist der Komet, den wir erreichen wollen. Dann haben wir die Bahn so berechnet, dass wir auf dem Weg zum Kometen noch an zwei Asteroiden vorbeikommen. Die waren zufällig da und es ist immer schön, dran vorbeizufliegen und zu studieren. Asteroidengürtel ist der hinter Mars ist. Wir haben also dann nochmal Schwung geholt durch den Mars, dann noch, glaube ich, kurz danach nochmal bei der Erde vorbei. Und dann waren wir auch ohne viel Treibstoff auf der Bahn, die wir wollten, um dann 2004 sind wir gestartet, 2008, nach 4 Jahren waren wir dann bei diesem Asteroid Steins und haben den untersucht. Dann ist der Komet, den wir sehen wollten, ist damals vorbeigeflogen. Dann haben wir nochmal die Erde benutzt, ganz genau, um bei einem zweiten Asteroiden vorbeizufahren, Lutetia. Das passiert dann 2010. Und dann hatten wir den Teil der Wissenschaft gemacht, der Mission. Dann wurde die Sonde einfach in einem Winterschlaf gefahren und musste dann praktisch 3-4 Jahre in diesem Winterschlaf weiterfliegen und hoffen, dass es dann genau auf diesen Kometen P67P trifft. Und das hat dann auch geklappt. 2014 ist sie dann aus dem Winterschlaf erwacht, die Sonde, und fing dann an zu manövrieren, um diesen Gesteinsbrocken zu umrunden. Das ist ein Komet, also ein großer Brockenstein. Wir wussten nicht, wie er aussieht, wir wussten nicht, was das Schwerefeld ist, und wir mussten dort praktisch erstmal in Orbit gelangen, ja, also von seiner Schwerkraft eingefangen werden und dann einen Landeplatz suchen für diese Sonde. Also das war wirklich extrem spannend, das hat dann alles geklappt. 2015 waren wir dann, das war geplant, wir wollten mit diesem Kometen um die Sonne fliegen, weil da natürlich die Sonne auf den Kometen scheint und der Komet anfängt also zu vergasen und wir dann diese Gase analysieren können und verstehen, wie überhaupt dieser Komet zusammengesetzt ist. Und 2015 hatten wir dann all unsere Wissenschaft beendet und haben dann auf Wiedersehen gesagt. Letztendlich waren das dann 12 Jahre, die wir damit verbracht haben, mit ganz präzisen Flügen. Warum überhaupt zu Kometen fliegen? Die Kometen sind praktisch die Bausteine des Sonnensystems, also Überreste von dem ursprünglichen Sonnensystem. Und wir sind natürlich an der Frage interessiert, wie ist die Erde entstanden, insbesondere wie ist das Wasser auf der Erde gekommen, weil die Erde ist relativ nah an der Sonne. In der Scheibe, in dieser Staubscheibe, in der die Erde entstanden ist, herrschten damals hier Temperaturen von einigen tausend Grad. Da hätte eigentlich flüssiges Wasser nie und nimmer auf der Erde entstehen können, wäre sofort irgendwie vergasen, verflüchtigt. Wir versuchen also immer noch zu verstehen, woher kommt das Wasser von der Erde? War es in Mineralien gebunden und ist an die Erdoberfläche gekommen? Oder wurde es uns geliefert von Asteroiden oder sogar von weiter außen, mit Kometen vom äußeren Sonnensystem auf uns drauf? Und wir wissen, was die Zusammensetzung unseres Wassers ist. Es ist eigentlich H2O, aber manchmal wird das H ersetzt durch ein Wasserstoffatom mit 2 Neutronen, das ist dann Deuterium. Wir wissen, was der Deuteriumanteil unseres Wassers ist, können jetzt nach anderem Wasser im Sonnensystem suchen und gucken, wer hat denn da denselben Fingerabdruck wie unser Wasser. Und dann wüssten wir, aha, da kommt es her. Ja? Und deswegen, also einer der Gründe, weswegen wir an Kometen sehr interessiert sind, ist eben auch diese Frage zu beantworten. Natürlich auch, um zu gucken, gibt es über sowas wie probiotische oder präbiotische Moleküle auf solchen Kometen, war dann da schon ein Stück Leben oder die Bausteine des Lebens schon vorhanden im frühen Sonnensystem? Das sind eben alles diese spannenden Fragen, die wir versuchen, da zu beantworten. Wir haben es also damals geschafft, wirklich anzukommen, diesen Kometen zu studieren, sah aus wie eine Kartoffel, war überhaupt nicht das, was wir erwartet haben, mussten das Schwerefeld studieren, dann uns in Orbit begeben, dann unsere Geschwindigkeit angleichen und dann haben wir eben diese Landeprobe ausgesetzt. Es war nicht der Hauptteil der Wissenschaft, aber eben eins, was zum ersten Mal passiert ist. Muss wahrscheinlich nochmal drücken. Da, passiert es. Also es sind jetzt keine Aufnahmen von einem zweiten Satelliten, der mitgeflogen ist, das ist eine Computersimulation, aber um das zu zeigen. Ja, hier auch wieder das Problem,
Sie haben gesehen vielleicht, das Rendezvous war fast auf der Umlaufbahn von Jupiter, also riesige Sonnensegel, um überhaupt die Energie zu bekommen, es zu betreiben. Unser kleiner Lander hatte rundum Sonnenpaneele, um überhaupt ein bisschen Energie zu speichern. Wir wussten, das Ganze sieht aus wie Stein, ist aber letztendlich nur ein dreckiger Schneeball. Also es ist wirklich nur zusammengesetztes Eis, Staub und mit kaum Schwerkraft. Das heißt, wenn sie landen, fallen sie nicht drauf und platsch sind sie gelandet, sondern die Schwerkraft ist sehr viel geringer auf dem Mond, sie werden dann praktisch nur so drüber schweben. Deswegen hatte unser kleiner Lander kleine Harpunen an seinen Füßchen, die haben aber leider nicht ganz gut geklappt. Und wenn Sie sich an die Geschichte erinnern damals, ist er gelandet und dann ein paar Mal gehopst. Und nicht genau da gelandet, wie wir wollten, und ist leider in einem Relief gefallen, wo er im Schatten stand. Und da hat er eben nicht sehr lange, also überlebt hat er sehr lange, nur er hatte keine Energie mehr. Und erst als wir bei der Sonne vorbeigeflogen sind, hat er dann wieder ein bisschen Energie getankt, hat uns nochmal gefunkt, so hier bin ich, und dann haben wir ihn wiedergefunden. Und das Lustige ist, heute gerade ist eine Pressemitteilung heute Abend rausgekommen, da wir haben wirklich seine Spur wiedergefunden. Wir konnten also wirklich seine Spur, wie er eben da rumgetanzt ist, mit großer Detektivarbeit nachvollziehen. Wir wissen jetzt genau, wo er liegt. Vielleicht holt ihn irgendjemand ab. Er sitzt jetzt da. Und das war praktisch das erste Mal, dass wir auf einem Kometen gelandet sind. Also sehr spannend. Dann Planetenwissenschaften, viel dreht sich um den Mars. Mars ist sehr spannend, weil auch da wieder, das ist einer der Planeten, wo wir am ehesten vermuten, dass es da auch Leben geben könnte. Oder wenn es da kein Leben gibt, dass es eben Leben gab. Wir wissen mittlerweile, dass der Mars hatte geologische Epochen auch. Und in der frühen Zeit, also in der ersten Milliarden Jahre, war der Mars tatsächlich bedeckt mit einem relativ großen Meer. Nicht sehr tief, ein paar hundert Meter tief vielleicht, aber eben ein Meer. Es gab da Wasser und es gibt da immer noch Wasser. Und das ist natürlich jetzt der Planet, den wir am meisten erforschen wollen. Einige sehr spannende Missionen, aber wir sind mittlerweile, glaube ich, 60 oder so, mehr als 60 Mal zum Mars geflogen. Das ist übrigens mehr, als wir in den im Marianengraben Missionen geschickt haben. Also wir kennen praktisch den Mars besser, als wir die tiefsten Stelle unseres eigenen Ozeans kennen. Und über ein paar von diesen Missionen wollte ich Ihnen jetzt was erzählen. Mars Express, ExoMars, die zwei und das Spannendste vielleicht Mars Sample Return, das jetzt angefangen hat dieses Jahr und sich 10 Jahre hinziehen wird und wo wir wirklich Steinsbrocken von dem Mars zurückbringen wollen auf die Erde, um sie da in unseren modernen Labors zu studieren und nach Spuren von Leben zu suchen auch hauptsächlich. Aber erstmal einfach, um Ihnen ein Gefühl zu geben, Mars Express, das ist eine Sonde, die jetzt seit 17 Jahren um den Mars kreist. Wir haben mittlerweile den kompletten Mars kartografiert. Ich habe in meinem Team sogar Geologen arbeiten, als ich erstmal einem begegnet bin, dachte ich so, was machst du hier, wir sind Astronomen. Und er meinte, er kartografiert gerade den Mars, wir sind jetzt so lange drumherum, Mars hat eine 2-Jahres-Umlaufbahn, das heißt, das Jahr auf Mars dauert 2 Jahre. Wir kennen das Wetter auf Mars, wir wissen, wie das Wetter sich ändert vom Äquator bis zum Pol, wir wissen, wo es Wasser gibt, wo es kein Wasser gibt oder zumindest Feuchtigkeit. Der Druck auf dem Mars ist ein relativ kleiner Planet, ja, also das ist, der ist von der Größe halb so groß wie die Erde, doppelt so groß wie der Mond, Schwerefeld ist wirklich auch nur gering. Hatte mal eine Atmosphäre, aber mittlerweile ist die Atmosphäre fast komplett entkommen. Der Luftdruck auf dem Mars ist ein Hundertstel nur von dem, was er auf der Erde ist. Das heißt, wenn Sie Wasser nehmen und auf der Erde wissen wir ja, bei 0 Grad wird es friertes Wasser, bei 100 Grad verdampftes. Wenn Sie aber bei einem anderen Druck sind, sind diese Temperaturen ganz unterschiedlich. Und wenn Sie bei einem ganz geringen Druck sind, liegen diese Temperaturen ganz nah aneinander. Das heißt, auf dem Mars gehen Sie normalerweise direkt von Eis auf gasförmig. Und es gibt keine Temperatur, also je nachdem, ob Sie gerade auf einem Berg sind oder in einem Tal, ist der Temperaturbereich vielleicht 2 Grad, wo Sie flüssiges Wasser haben könnten. Also in der Regel ist das Wasser entweder eisförmig oder gasförmig auf dem Mars. Und man kann eben diese wunderbaren Bilder machen, mittlerweile mit Meterauflösung, wo Sie eben sehen, wo eben geologisch viel Flüssigkeit geflossen ist. Es kann Eis sein, muss nicht unbedingt Wassereis sein, viel anderes Eis. Und vor 1-2 Wochen war wieder ein Ergebnis, das vielleicht in den Zeitungen, je nachdem, was Sie lesen, zu sehen war, dass wir wieder große unterirdische Seen im Mars gefunden haben. Also ziemlich tief in dem Fall, auf der südlichen Polkappe, etwa 1 Kilometer tief. Aber da gibt es eben wirklich große Seen, flüssiges Wasser, sehr salziges Wasser, um bei den Temperaturen flüssig zu bleiben.
aber eben auch Wasser. Schöne Bilder liefert ExoMars Trace Gas Orbiter zwar nicht, aber das ist eine Mission, womit man Spektren messen kann. Die Spektren ist für jedermann ein bisschen unverdaulicher, das sind diese Zickzack-Sachen, aber damit kann man wirklich die Zusammensetzung der Atmosphäre messen. Wir gucken uns also ein Hintergrundobjekt an, zum Beispiel die Sonne oder was anderes Helles, und messen dann durch die Atmosphäre, was wird da absorbiert, und können dann da zurückverfolgen, was die Zusammensetzung der Atmosphäre ist. Und da suchen wir natürlich auch nach Spuren vom Leben. Zum Beispiel auf der Erde hinterlässt Leben eine ganz eindeutige Spur in unserer Atmosphäre, Sauerstoff. Sauerstoff gäbe es nicht in der Atmosphäre, gab es übrigens nicht vor noch ein paar Milliarden Jahren. Gibt es heute nur, weil es Leben gibt. Ja? Also wenn wir praktisch Sauerstoff irgendwo finden würden in der Atmosphäre, dann wüssten wir besonders in großen Mengen, dass es fast sicher biologische Prozesse auf der Erdoberfläche gibt. Auf dem Mars finden wir keinen Sauerstoff, aber wir finden andere Gase, insbesondere Methan. Methan kann aber auch geologischen Ursprungs sein, aber das ist was im Moment eine sehr spannende Frage ist. Das Methan in der Atmosphäre vom Mars, wann ist es zu sehen, wo ist es zu sehen? Wir haben da noch irgendwie verschiedene Messungen, die sich ein bisschen widersprechen, aber eine der Forschungen, die eben vorangeht. Meine Lieblingsmission ist aber Mars Sample Return. Das ist eine Mission, die wir in Zusammenhang mit der NASA machen. Und da versuchen wir, also Boden vom Mars zurück zur Erde zu bringen. Und das dauert etwa 10 Jahre und ist fürchterlich kompliziert, aber wir sind dabei. Es fängt an, hier links mit einem Rover, dann kommt ein zweiter Rover dazu und dann kommt letztendlich eine Kapsel zurück. Der erste Rover, der unterwegs ist mit der Mars 2020 Mission der USA, fährt über den Mars, bohrt Löcher, nimmt sich eine Bodenprobe raus und tut sie in ein Gefäß, in eine Kapsel und verdichtet das. Dann wird unser Rover kommen in ein paar Jahren und losfahren und diese Kapseln dann wieder aufsammeln und sie zurückbringen auf eine Surface-Plattform, also auf eine kleine eine Plattform, die dort dann gelandet sein wird. Und dort muss der Rover diese kleinen Kapseln dann in eine Mini-Rakete stecken. Ja, das sieht man hier. Diese Mini-Rakete wird dann wieder gestartet, hinterlässt das, den Container, mit dem wir, also der jetzt mit diesen Kapseln gefüllt ist, im Orbit von Mars. Und dann haben wir eine dritte Mission, die kommt, die diese Kapseln dann einsammelt und die dann zurück zur Erde bringt. Und das ist alles, wird gerade im Moment gebaut, geplant. Der Rover der Amerikaner ist unterwegs, unsere wird eben fröhlich getestet und ist also eigentlich fertig. Und das Ganze wird dann gestartet und soll dann etwa in 10 Jahren, 2030, dann Bodenproben vom Mars auf die Erde zurückbringen. Und dann haben wir natürlich all die Labors und die ganze Technik, die wir hier zur Verfügung haben, um dann in diesen Bodenproben nach Zeichen von Leben, vergangenen auch Leben, wie wir auch geologisch Leben vor 3 Milliarden Jahren auf der Erde nachweisen können, können wir dann vielleicht tatsächlich Leben, auch wenn es vor 3 Milliarden Jahren passiert ist, auf dem Mars nachweisen. Also das ist praktisch das, was wir am spannendsten planetenmäßig, glaube ich, im Moment machen. Aber eine Sache wollte ich Ihnen noch zeigen von Planetenwissenschaften und dann noch ein bisschen über Astronomie reden. Und zwar ist das die Cassini-Huygens-Mission, weil das eben der weiteste Ort ist, auf dem wir Menschen je gelandet sind. Und zwar war das eine Mission Cassini, die damals 1997 gestartet ist, eine amerikanische Mission mit europäischer Beteiligung. Wir hatten damals eine Huygens-Probe mitfliegen lassen, die dann von Cassini ausgesetzt worden ist und auf den Titan gelandet ist. Ich glaube, wir hätten nie wirklich gedacht, dass das funktioniert. Ich zeige Ihnen mal die Live-Bilder praktisch, oder live, nicht mehr live natürlich, aber Bilder von der Probe. Titan ist der größte Mond um den Saturn rum. Saturn hat 60 Monde oder so. Titan ist extrem groß, Größenordnung Merkur. Ist aber einer der Objekte in unserem Sonnensystem, die eine ganz dicke Atmosphäre haben. Es gibt nicht viele, es gibt Venus und Erde und Titan und dann Mars mit einer sehr dünnen Atmosphäre. Die Atmosphäre von Titan ist sehr viel Stickstoff, wie bei uns, allerdings dann viel Methan und Ethan. Ist sehr weit draußen im Sonnensystem, da ist es sehr, sehr kalt. Aber da gibt es ein ganzes Wettersystem. Auf dem Titan gibt es ein komplettes Wettersystem mit Ethan und Methan. Und als wir dann da durch diese Atmosphäre gesunken sind, haben wir Seen entdeckt. Keine Wasserseen, sondern flüssiges Methan und Ethan. Wasser wird bei den Temperaturen komplett eisförmig. Und es gibt also tatsächlich dort Seen und wir konnten im Laufe der Jahre sogar mit Cassini sehen, dass diese Seen Gezeiten haben, also mal mehr, mal weniger Flüssigkeit drin war.
Und zu unserer Überraschung ist diese Probe nicht nur durch die komplette Atmosphäre gesunken, sondern tatsächlich dann auf dem Titan gelandet und hat dann dort ein paar Minuten überlebt. Leider hatten wir nicht sehr viel Batterie dabei, weil wir nie dachten, dass wir, glaube ich, so lange dort, also überhaupt landen würden und dann so lange dort überleben könnten. Aber wir haben tatsächlich die ersten Bilder von der Oberfläche vom Titan zurückgefunkt. Und das ist halt eine man würde heute sagen, eine Mondlandschaft, ist ja auch ein Mond, nur vom Saturn. Und da sieht man, wie es landet. Hier unten links, rechts für mich, haben Sie es vielleicht mitgekriegt, wie weit wir über der Oberfläche sind. 1 Kilometer noch. Die Fallschirme wurden aufgespannt, 17 Kilometer pro Stunde Fallgeschwindigkeit. Anfangs waren es wirklich ein paar hundert. Und dann landete eben diese Probe, vielleicht zu unserer Überraschung, relativ sanft. Jetzt müssen wir noch eine ganze Weile warten. Ich mache mal weiter, weil wir mit Astronomie-Missionen, mit denen wollte ich heute schließen, um Ihnen zu zeigen, so ein bisschen, was wir in Richtung Astronomie machen, was da Spannendes passiert. Über Hubble könnte ich stundenlang reden, unglaublich viele spannende Entdeckungen, aber ich dachte, das würde den Vortrag heute Abend komplett sprengen. Deswegen nur ein Bild von Hubble, obwohl ich so viele mag. Und das war das Bild, das dieses Jahr erschienen ist. Dieses Jahr ist Hubble 30 Jahre alt geworden. Und wir denken, dass Hubble noch 5, 6, 7 Jahre überleben wird. Dann wird natürlich alles an Bord sehr alt. Sie müssen sich vorstellen, das ist Hochtechnologie. Wenn Sie wie ich sind, bringen Sie Ihr Auto vielleicht nicht ganz so regelmäßig zum Service. Aber hier haben Sie eben praktisch Ihr Auto nie 30 Jahre lang nicht zum Service gebracht und Sie haben es ständig gefahren und es ist nichts dran kaputt gegangen. Ja? Also das ist Hubble. Also 30 Jahre im Weltall ohne dass, also hier und da ging immer ein bisschen was, klemmte irgendwas und ein paar unserer Stabilisatoren, unser Gyros sind ausgefallen. Aber letztendlich wird es noch 5, 6, 7 Jahre mindestens leben. Und uns diese wunderbaren Bilder zurückfunken und unglaublich viel Wissenschaft ermöglichen. Aber die Mission, über die ich reden wollte, ist eigentlich die, die im Moment sogar für mehr Wissenschaft sorgt als Hubble selber. Und das ist Gaia. Gaia ist eine rein europäische Mission, war so eine komische Idee, für die wir eigentlich erst niemanden begeistern konnten und mittlerweile sind eben alle Fans davon gewesen. Gaia hat das komplette Universum vermessen. Also das Universum ist natürlich ziemlich groß. Gaia hat genauer gesagt unsere Milchstraße vermessen. Hat also praktisch die Position von über 1,7 Milliarden Sternen vermessen. Die Milchstraße hat etwa 100 Milliarden Sterne, aber es sind praktisch 2% der kompletten Sterne, 1,7 Milliarden Sterne, präzise vermessen, nicht nur die Position, sondern auch die Geschwindigkeit, wo sich eben diese Sterne hinbegeben, und hat damit eine Karte der Milchstraße erstellt, die unglaublich genau war. Und was man damit alles machen kann, ist ungeheuerlich. Das sind jetzt über 4000 Veröffentlichungen schon, die aus dem Projekt gekommen sind. Das hier ist kein Bild, da hat sich niemand mit der Kamera hingestellt. Das hier ist einfach ein Datenpunkt. Das ist ein Katalog. Und zwar, dieser Katalog zeigt keine Pixel, sondern auf diesem Katalog sind einfach nur jetzt 1,7 Milliarden Punkte aufgetragen. Und zwar jeder Stern mit seiner Helligkeit. Ja, also es ist kein Bild, es ist einfach ein Katalog. Ich zeige Ihnen hier einen Katalog und tatsächlich mit dem Katalog, wir haben jetzt so viele Datenpunkte, dass Sie genau die Milchstraße sehen können. Das ist eben das Band in der Mitte, wo Staub ist, wo kein Staub ist. Unten rechts die Magellanischen Wolken, die kleine und die große. Und wir haben zum ersten Mal die komplette Milchstraße vermessen und alles, was drumherum ist. Das hat dann zum Beispiel solche Sachen ermöglicht, wie die komplette Rekonstruktion, das ist jetzt eine Computersimulation, aber wo diese Zwerggalaxie, die um diese Milchstraße geflogen ist, des Sagittarius, wie die geflogen ist. Die sollte eigentlich weiterlaufen. Ich gucke mal, ob ich noch, wenn ich nochmal drücke, es weiterläuft oder die nächste Folie kommt. Ah, die nächste Folie, Moment, ich versuche es nochmal. Eins zurück, zack. Ob das, vielleicht klemmt hier die Videoanimation. Aber das Schöne ist, wir konnten praktisch nachvollziehen, wie diese Zwerggalaxie, dadurch, dass wir diese Bewegung dieser Hunderte von Tausenden von Sternen in dieser Zwerggalaxie plus die Milliarde von Sternen in unserer Milchstraße, die Bewegung alle konnten und das Schwerefeld berechnen konnten, konnten wir eben nachrechnen, wie Sagittarius um die Milchstraße geschwirrt ist. Und das Schöne ist, wir haben gesehen, dass eben vor 4 bis 6 Milliarden Jahren, das ist der Graph, es einen Zusammenstoß gab von den Zweien. Wiederum dieser Zusammenstoß hat Gas komprimiert, dieses komprimierte Gas hat Sterne, aus dem sind Sterne entstanden, unter anderem unsere Sonne.
Das heißt, die Entstehung der Erde, der Sonne, war wahrscheinlich einer dieser Unfälle, dieser Zusammenstöße, der kosmischen Zusammenstöße. Das finde ich immer wunderbar. Und das sind so Sachen, wo man wirklich auf riesigen Skalen rekonstruieren kann, wie eben Milchstraße und unsere Satelliten alle eben sich bewegen. Ach, da läuft es wieder. Also das war praktisch der Zusammenstoß, aus dem wahrscheinlich wir alle entstanden sind. Also ganz lustig. Das andere, was man natürlich rekonstruieren kann, hier sehen Sie die Bahn der Sonne auf der Milchstraße, ist, wie genau die Milchstraße sich nicht nur dreht als Scheibe, sondern tatsächlich eben sich verformt, bewegt. Dadurch lernt man sehr, sehr viel über die dunkle Materie, in der wir sind und aus was sie bestehen könnte. Und der Durchbruch eigentlich von Gaia ist, dass wir für all diese Sterne jetzt um uns rum die Entfernung messen konnten. Wenn Sie in den Nachthimmel gucken, dann sehen Sie eben viele leuchtende Punkte. Aber welcher jetzt näher an uns weg ist, an uns dran ist und welcher weiter weg von uns, das können Sie eben mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Und wenn Sie sich mal überlegen, wie würden Sie das messen? Sie können ja nicht richtig dahin fliegen. Ja? Also es ist eine relativ komplizierte Messung. Dazu brauchen Sie Parallaxen. Also müssen Sie gucken, ob sich manche Sterne, wenn sie also im Frühling und im Herbst auf zwei verschiedenen Seiten der Sonne sind und genau zu dem Stern gucken, bewegt sich ein Stern, der näher ist im Vergleich zu den Hintergrundsternen ein bisschen. Und dann können Sie praktisch eine Parallaxe messen und dann die Entfernung bestimmen. Und das konnte Gaia mit so einer Präzision, dass wir für alle Sterne um uns herum, die helleren, eben ganz genaue Entfernung haben. Wenn Sie eine ganz genaue Entfernung haben, dann können Sie anfangen, eben durch die einfache Helligkeit zurückzuschließen auf was die Masse ist, was der Radius ist, was die Dichte des Sterns ist und unglaublich viel über Sternphysik lernen. Und das war praktisch ein riesiger Durchbruch für die stellare Astrophysik, dass wir jetzt praktisch diese ganzen Parameter von Sternen viel genauer bestimmen konnten und viel besser die Sternentwicklung und Sternentstehung verstehen konnten. Und das ist im Riesenfeld, das eben da auch durch Gaia explodiert ist. Gut, dann wollte ich mal so langsam zum Ende kommen, noch ganz kurz was erzählen zu den Hochenergiemissionen. Letzte Woche allerdings war schon ein Vortrag über Erosita. Das war ein Vortrag über einen Satelliten, der in dem Bereich arbeitet. Das sind diese Missionen, oder XMM ist eigentlich eine unserer Missionen, die am populärsten sind mit unserer wissenschaftlichen Gemeinschaft. Immer noch hunderte von Anträgen jedes Jahr, um das Weltall eben in Röntgenstrahlung zu beobachten. Röntgenstrahlung passieren dann, wenn hochenergetische Phänomene im Weltall passieren. Also zum Beispiel um ein schwarzes Loch rum. Da wird ja die Materie beschleunigt. Und wenn sie Materie beschleunigt, entsteht Synchrotronstrahlung. Und die kann man eben in Röntgenstrahlen vermessen. Das heißt, das hat wirklich so dieses Fenster eröffnet, diese Mission auf alle hochenergetischen Phänomene im Weltall. Und das andere, was eben auch Erosita macht, der Vortrag von letzter Woche, sie können dadurch die Struktur des Universums auch studieren. Vieles der Gas oder die meiste Materie in unserem Universum befindet sich in einem relativ heißen Zustand. Eigentlich Millionen von Grad. Und indem sie praktisch eine Hintergrundquelle angucken und dann von der Hintergrundquelle wieder das Licht bis auf unser Teleskop fallen lassen und alles, was dazwischen ist, wird dieses Licht absorbieren, können Sie eben vermessen, was eben zwischen uns und der Quelle hinter uns liegt und dadurch eben praktisch diese große Struktur im Universum verstehen, wo eben sich dieses Gas befindet, wo befindet sich überhaupt diese Masse in unserem Universum. Also sehr spannende Missionen auch. Und damit wollte ich dann auch den Vortrag beenden. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt mal so ein breit gezeigt, was wir überhaupt alles machen. Europäer haben extrem viele Missionen, die habe ich hier alle unten nochmal aufgelistet. Dieser mittlere Balken ist der, die alle fliegen. 13 Missionen fliegen im Moment. 15 Missionen kommen im nächsten Jahrzehnt dazu, einige nächstes Jahr und dann so über die nächsten 10 Jahre. Und wir stehen der NASA eben nichts nach. Irgendwann wird es heißen, ja, die NASA, das ist die amerikanische ESA. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen dafür begeistern, was wir machen und was für Wissenschaft wir so erforschen und wie wir versuchen, eben nicht nur große Fragen wie Leben im Sonnensystem, sondern eben auch den Rest des Weltalls zu erforschen mit unseren ganzen Raumschiffen. Vielen Dank. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier meine Maske hier ablege. Ja, ganz herzlichen Dank, Markus, für diesen wunderbaren Einblick in die Forschung, die die ESA macht, aber auch natürlich in die Wissenschaft selbst. War ein wunderbarer Überblick. Und jetzt ist der Vortrag wie üblich
offen für Fragen. Und es gibt ja das virtuelle Publikum, welches sich an einem Weinglas befindet, außerhalb dieses Raumes. Und dann gibt es das reale Publikum, was hier sitzt. Und beide können Fragen stellen und Markus wird versuchen, sie zu beantworten. Diejenigen, die hier sind, müssen einfach die Hand heben. Und diejenigen, die sich draußen befinden, müssen ihre Tastatur nehmen und im Chat etwas schreiben. Und ich habe hier mein Mobiltelefon dabei. Und ich hoffe, dass ich, wenn Sie Fragen stellen, das auch mitbekomme. Ansonsten wird mein Kollege hier, Herr Mellmann, hoffentlich sagen, ob eine Frage im Chat auftaucht und ich sie vielleicht übersehen habe. Wir fangen einfach mal mit der ersten Frage hier aus dem Raum an, weil schon der erste Finger gehoben ist. Bevor ich das tue, aber es gab nicht nur einen Beifall hier vom Publikum, sondern es gab auch einen Beifall im Netz für den sehr wunderschönen Vortrag. Und den möchte ich hier schon mal einfach weitergeben. Also da vorne haben wir die erste Frage. Eine eher unwissenschaftliche Frage. Wie kommen denn die Namen der Missionen zustande? Darf da jeder mal ran oder gibt es ein Komitee zur Namensfindung? Nee, in der Regel sind die Gruppen, die Mission vorschlagen, schlagen auch einen Namen vor. Ich glaube, in Europa tun wir das meistens schon von Anfang an. Dann gibt es andere Agenturen, die das erst machen, wenn die Mission wirklich fliegt und sich bewiesen hat. Manchmal benennen wir Missionen um. XMM zum Beispiel wurde irgendwann mal in XMM Newton umbenannt, dass wir dachten, wir müssten unsere Mission nach bekannten Wissenschaftlern benennen. Aber das kann im Prinzip, jeder kann da seiner Fantasie freien Lauf lassen. Manche sind gelungener, andere nicht. Frage hier weiter. Ja, Philipp. Wie unterscheiden sich Moment, gerade damit das Mikrofon, Publikum draußen auch die Frage hört. Wie unterscheiden sich NASA und ESA in ihrem Budget? Ist das ungefähr gleich groß? Die haben drei Budgets. Die haben eine für Heliowissenschaften, eine für planetarische Wissenschaften, eine für Astrophysik. Wenn man die zusammennimmt, haben sie mindestens das Fünffache, irgendwo zwischen dem Fünffachen und dem Zehnfachen, je nachdem, wie man rechnet. Also die sind sehr viel reicher als wir, fliegen aber nicht sehr viel mehr Missionen als wir. Das lasse ich mal so ohne Kommentar. Also wir benutzen unser Geld immer strategisch gut und vielleicht auch, wenn wir ein bisschen weniger ambitionierte Missionen fliegen. Aber zum Beispiel Hubble, gut, da sind wir daran beteiligt, aber wir haben 15% Beteiligung und haben uns nur an die Ursprungskosten gekostet. Hubble hat mittlerweile 12 Milliarden Dollar etwa gekostet. Und der Nachfolger von Hubble, der James Webb Space Telescope, das jetzt nächstes Jahr, in den nächsten Jahren startet, wo wir auch beteiligt sind, aber auch wieder nur als mit einer 10% Beteiligung, wird auch um den Dreh 10 Milliarden kosten. Während vergleichbar zum Beispiel unsere Missionen in der Größenordnung nur 1 Milliarde kosten. NASA ist eine große Organisation, sie haben viele Beamte. Weitere Fragen? Aber sie haben im Prinzip ein schöneres Budget und machen auch viel Planetenwissenschaft. Da hinten ist eine. Was wären denn so typische Größen von den Sonden, also zum Beispiel vom Solar Orbiter? Also Dimensionen? Etwa so. Also wenn Sie mal Zeit haben und in Madrid vorbeikommen, wir haben Modelle von unseren Satelliten auch da um unsere Gebäude rum verstreut, zum Teil auch 1:1 Modelle. Und letztendlich müssen Sie in eine Ariane 5 in dem Fall oder später eben 6 reinpassen. Und das sind typischerweise 2 Meter, 2,5 Meter Durchmesser. Höher können sie ein bisschen mehr sein. Manchmal tun wir 2 Satelliten übereinander, aber vielleicht 3-4 Meter Höhe. Und dann haben sie eine maximales Gewicht von vielleicht 4-5 Tonnen oder so. Also das ist praktisch, sie können sie fast noch umarmen. Das heißt aber, dass sie Sachen, die größer sind, zum Beispiel Gaia, das Universum vermessen hat, das war ja dieser Satellit und unten drunter sah man wie eine Scheibe aus. Diese Scheibe, die ist 4-5 Meter Durchmesser und die mussten wir natürlich reinfalten in die Ariane. Ja, also das heißt, der Satellit musste erstmal origami-technisch eben gefaltet werden und dann, als er dann einmal im Orbit war, musste sich alles entfalten und exakt dort landen, wo es oder klicken, wo es sollte. Und das Herausforderndste als nächstes ist eben das James Webb Space Telescope, das nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres gestartet wird. Das ist ein 6,5 Meter Spiegel.
Und den müssen wir jetzt auch falten. Und können Sie mal heute Abend versuchen, zu Hause einen Spiegel zu falten. Ist eben etwas komplizierter. Und wenn er sich dann entfaltet im Vakuum und im Weltraum, muss der Spiegel natürlich absolut wieder plan sein. Das heißt, Sie wollen keine Stufen in dem Spiegel haben, die mehr als etwa ein Hundertstel Haarbreite sind. Ja. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr präzise Mechanik, die sich da ausfalten muss. Und Sie müssen praktisch eben diese ganzen Segmente ineinander wirklich origami-mäßig falten, sodass Sie alles in dem Fall vom James Webb Space Teleskop, das wird auch mit einer Ariane ins Weltraum geschossen, muss eben genauso in diese 2,5 Meter mal 4-5 Meter oder so passen. Auch eine sehr spannende Aufgabe für unsere Ingenieure. Draußen ist man, glaube ich, noch mehr mit Wein trinken als mit Tippen beschäftigt. Also haben wir hier noch Möglichkeit, weiter Fragen zu haben. Hier vorne. Warten Sie gerade aufs Mikrofon. Mikrofon. Es würde mich interessieren, man hat ja im Weltall eingesammelt, ich habe es gesehen bei der Mondlandung, dass man da Material gesammelt hat. Was kommt da meistens so raus? Und ich habe nicht verstanden, von welchem Objekt? Zum Beispiel von der Mondlandung hat man Material gesammelt und man sieht es jetzt auch bei anderen Missionen. Was kommt da so raus? Ist da was Besonderes mal rausgekommen? Vom Mond, wir verstehen die, also zum Mond, da haben wir sogar wirklich auch Material zurückgebracht. Die Apollo-Missionen haben Material zurückgebracht und wir werden noch mehr Material zusammen zurückbringen. Es gibt eine japanische Mission, also ich habe Ihnen ja Rosetta gezeigt, die zu einem Kometen geflogen ist. Und dort vor Ort versucht hat, die Material zu studieren. Es gibt aber eine japanische Mission, die unterwegs zurück ist und in Australien irgendwann mal landen wird demnächst, mit Material von einem Asteroiden. Und in den Zeitungen diese Woche war auch die amerikanische Mission OSIRIS-REx, die auch zu einem Asteroiden geflogen ist und da auch versucht hat, Material zu sammeln. Und da geht es immer wirklich darum, um die Zusammensetzung. Und zwar einerseits diese Frage des Wassers, wenn man da Mineralien, die wasserhaltig sind, findet. Aber hauptsächlich auch, findet man da biotisches Material, also hauptsächlich Aminsäuren. Zum Beispiel wissen wir, dass in Asteroiden oft Aminsäuren da sind. Aminsäuren sind eben diese Bausteine, mit denen sie dann Proteine bauen. Und durch die Proteine können sie dann anfangen, Leben zusammenzubasteln. Also das ist eine der spannenden Fragen. Beim Mond war eine der Hauptfragen ursprünglich, wie ist der Mond überhaupt entstanden? Also wir dachten, es ist vielleicht mit der Erde entstanden. Mittlerweile ist die bevorzugte Theorie eben, dass es eine Kollision gab zwischen Erde und einem Objekt, das so groß war wie der Mars. Die sind eben in dem frühen Sonnensystem, als beide noch sehr verschmolzen waren, also es praktisch flüssige Lava beide waren, beide Körper zusammengeprallt und der Mond eben daraus entstanden ist. Das heißt, der Mond hat eine Zusammensetzung, die einerseits der Erdzusammensetzung ähnelt, aber andererseits dann wieder auch ganz eigene Eigenschaften hat. Und das hat uns eben ermöglicht, das zu erforschen. Und in Zukunft, also eine dieser Busbahnhof, der im Moment von der NASA und der ESA entwickelt wird für den Mond, und eben auch, Sie wissen, dass eins der Sachen, die die NASA macht, ist auch ein Kommunikationssystem, also das europäische GPS-System, das Galileo heißt. Da werden wir auch, da denken die Amerikaner auch drüber, ein Netzwerk auf dem Mond aufzubauen, um dort eben, wenn man da kommerziell den Mond nutzen will, eben dort auch, also das sind keine Straßen, also Wegweise hat praktisch. Und dann vielleicht sogar den Mond also nutzen, um Rohstoffe zu gewinnen. Gut, das ist dann halt der nächste Schritt und das ist auch ein Hintergedanke, wenn wir Material sammeln von Asteroiden oder Kometen, ob nicht da auch insbesondere Materialien, die eben auf der Erde knapp werden, seltene Erden und so weiter, ob man da nicht Vorkommen hat, die interessant wären, im Moment noch zu einem sehr hohen Preis, aber wenn mal eben Raumfahrt sehr viel billiger und preisgünstiger wird, eben zu einem geringeren Preis eben abholen kann. Das sind so praktisch die großen Gedanken, warum wir Material sammeln von diesen ganzen verschiedenen Himmelskörpern. Hier gibt es eine Frage aus dem Netz, es gibt mehrere Fragen. Die eine hast du provoziert mit so einer Nebenbemerkung und da war die Frage, ob man dran denken könnte, Rosetta zurückzuholen von dem... Ja, es gibt viele Rosetta-Fans, die geweint haben, als 2015 Rosetta ausgeschaltet worden ist. Wir haben nicht vor, Rosetta zurückzuholen. Und ich glaube, wir haben auch, wobei ich da überfragt wäre, wie genau wir das geparkt haben. Es gibt
Es ist kein ganz gesetzloser Raum, der Weltraum, aber viele Gesetze gibt es nicht. In der Erdumlaufbahn darf man nicht zu viel Müll parken. Und die Gesetze ändern sich auch, weil wir anfangs eben Fehler gemacht haben. Unsere älteren Missionen zum Beispiel haben manche Vorkehrungen, die alle diese Satelliten, die um die Erde kreisen, werden irgendwann mal Energie verlieren und dann irgendwann mal auf die Erde wieder rum, fallen. Wenn sie nur kleine Teile mitfliegen, dann verglühen diese Teile in der Atmosphäre. Wenn sie allerdings große Teile mitfliegen, zum Beispiel Spiegel und insbesondere Keramikspiegel, die nicht schnell verglühen, dann fällt das Material durch die Atmosphäre durch. Die Bahnen sind alle so geplant, dass sie im Südpazifik landen, wo nicht viele Menschen wohnen, beziehungsweise wo es hauptsächlich Wasser gibt. Manchmal kontrollieren wir den Absturz, aber für die älteren Missionen nur grob. Ja. Rosetta haben wir dann wahrscheinlich ausgeschaltet nach Weltraumgesetz und weil es weit von der Erde ist, dürfen wir es treiben lassen. Aber da müsste ich nochmal nachgucken, wo genau, was wir genau damit gemacht haben. Für die Mars-Mission ist auch interessant, Mars-Missionen dürfen wir nicht auf den Mars fallen lassen. Allerdings können wir sie mit den Mars-Monden kollidieren lassen. Also leider sind die Monde irgendwie als minderwertig befunden worden, als die Gesetze damals gemacht worden sind. Wir versuchen trotzdem nichts, keinen Müll irgendwo hinzulassen. Also wir wollen wirklich möglichst wenig Spuren. Also du bist kein Raumjurist. Weitere Frage aus dem Netz. Wo liegen die jeweiligen Vorteile von James Webb und ELT? Wo liegen die jeweiligen Vorteile von James Webb-Teleskop und von dem ESO-Teleskop ELT? Ja, genau. Also das James-Webb-Teleskop ist ein 6,5-Meter-Teleskop im Weltraum. Also es hat die Auflösung einer Optik geht linear mit dem Durchmesser. Also haben Sie einen sehr großen Spiegel, können Sie eine sehr hohe optische Auflösung, also Raumauflösung erzeugen, mit einem kleineren Spiegel klein. Das James Webb Space Teleskop hat einen 6,5 Meter Spiegel, das ELT hat einen 40 Meter Spiegel. Also da sieht man, dass sofort einfach linear die Auflösung von dem ELT sehr viel höher sein wird als das vom James Webb Space Teleskop. Das heißt, das ELT wird eine sehr viel höhere räumliche Auflösung haben. Dann spielt natürlich die Fläche von einem Teleskop auch eine Rolle, dass je nachdem, wie groß die Fläche ist, können Sie mehr oder weniger Licht sammeln. Wenn Sie 6 Meter Radius haben, haben Sie 50 Quadratmeter, mehr oder weniger. 3 mal 10, nee, weniger. Also Quadratmeter Lichtsammelfläche. Wenn Sie 40 Meter haben, sind fast 900 Quadratmeter Sammelfläche. Das heißt, das ELT wird auch sehr viel mehr Photonen sammeln können. Wenn Sie mehr Photonen haben, können Sie sich leisten, die Photonen auch weiter zu splitten. Das heißt, wenn Sie Spektroskopie machen, können Sie spektroskopisch auch sehr viel höher auflösen. Das heißt, das bodengebundene Teleskop ELT mit seinem 40-Meter-Spiegel wird eine sehr viel höhere räumliche Auflösung haben und eine sehr viel höhere spektrale Auflösung haben. Jetzt ist die Frage, warum baut man dann das James Webb-Teleskop? Das ELT baut man für 1,2 Milliarden oder so im Moment oder 1,5. Das James Webb-Teleskop für wahrscheinlich am Schluss 15 Milliarden, also ein Faktor 10 mehr. Aber das wird eben über der Erdatmosphäre sein. Das heißt, man braucht da keine besonderen Techniken. Das wird scharfe Bilder liefern, aber hauptsächlich auch wird es im Infrarotlicht gar nichts, also wird die Erdatmosphäre kein Licht absorbieren. Das heißt, eine sehr, sehr viel höhere Empfindlichkeit haben. Das James Webb Space Teleskop wird eine sehr viel höhere Empfindlichkeit haben im nahen infraroten Bereich. Und das ist die Wellenlänge, die man braucht, um das frühe Universum zu studieren. Weil natürlich, was im frühen Universum das Licht, das damals uns ausgesendet worden ist, muss eben ein paar Milliarden Jahre reisen. In der Zeit dehnt sich das Universum aus. Das heißt, diese Wellenlänge, die ursprünglich mal eine sichtbare Wellenlänge ist, ist auf der Reise in den letzten 10 Milliarden Jahren so verzerrt worden ist, dass sie jetzt als Infrarotwellenlänge ankommt. Und das heißt, wenn man das frühe Universum studieren will, muss man ins Infrarote gehen und da ist das James Webb Space Teleskop sehr viel empfindlicher als das Bodenteleskop. Und das sind so die grob, deswegen sind sie sehr komplementär. Aber man wird beide wirklich zusammen benutzen. Also es wird, also meines Erachtens kaum Studien geben, die nur das eine oder nur das andere benutzen, sondern man wird, und das macht man viel, bei vielen den Sachen, die ich Ihnen gezeigt habe, kombiniert man Daten von vielen verschiedenen Teleskopen oder eben auch von Weltraumteleskopen und Bodenteleskopen. Dann noch eine weitere, das ist wirklich toll. Also, die haben den Wein ausgetrunken und tippen jetzt alle. Noch eine hier. Nächste Frage, die ich jetzt einfach vorlese. Wie lässt sich bei der Röntgenemission aus der projizierten Absorption der Röntgenstrahl auf eine Fläche in der Sonde auf die 3D-Verteilung der dazwischenliegenden Materie schließen?
Also geht im Prinzip zu dem Vortrag vom letzten. Ja, dann würde ich einfach sagen, wenn Sie im Netz sind, einfach YouTube, Deutsches Museum für Jedermann und den Vortrag von letzter Woche anhören. Da kriegen Sie das alles ganz genau erklärt. Ansonsten ist es so natürlich, dass, und so vielleicht mal ganz allgemein, wie vermessen wir Entfernungen im Universum? Zugunste kommt uns, dass das Universum sich eben ausdehnt. Das heißt, wenn Sie ein Objekt beobachten bei einer gewissen Wellenlänge, das in einer gewissen Entfernung ist, wird sich diese Wellenlänge, bis sie bei Ihnen ankommt, um etwas verschieben. Wenn ein Objekt doppelt so weit weg ist, wird es sich doppelt so weit verschieben. Das heißt, dieselbe Absorptionslinie wird eben irgendwo anders in dem Spektrum sein. Und wenn Sie dann praktisch eben viele Absorptionslinien haben, die aber an verschiedenen Entfernungen sind, werden sie eben an verschiedenen Stellen in Ihrem Spektrum auftauchen. Und so können Sie praktisch durch eine 2D-Messung praktisch eine 3D-Tiefe vermessen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr klar war. Ansonsten der Vortrag von letzter Woche. Doch, war klar. Da war eine Frage. Noch eine Frage, genau. Ja, ja, einfach nur das Mikrofon warten. Das Mikrofon kommt da. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass wir in diesem Jahrhundert tatsächlich noch das Weltraum an sich besiedeln könnten? Beziehungsweise inwiefern ist es die Aufgabe der ESA oder setzt sich die Aufgabe? Also in diesem Jahrhundert? Ja. Das sind also noch fast 80 Jahre noch oder so. Ja, also das ist doch, also eine lustige Anekdote, ich stand mal vor 3 Wochen war ich bei der ESTEC in den Niederlanden und redete da mit dem jeweiligen Direktor und wir haben über diese Mars-Mission geredet, über dieses Sample Return und wir saßen da mit einem Kaffee und es kam der Astro Alex, also Alexander Gerz vorbei und meinte so, ja, was macht ihr hier? Und wir so, ach, hallo, ja, wir reden gerade über Gestein vom Mars, wir wollen es zurückholen und er kannte die Mission. Und er meinte nur so, ja, gib mir eine Schaufel und einen Eimer und eine Rakete und ich bin dabei, ich bringe euch so viel zurück, wie ihr wollt. Also die Astronauten sind super scharf drauf, den Weltraum zu besiedeln, so wie ich eben unseren Alex da eben mitbekommen habe. Wir sind natürlich vorsichtiger geworden, ja, wenn wir jetzt dieselbe Mentalität wie meinetwegen Magellan oder Kolumbus hätten, dann würden die jetzt einfach drauf losschießen und egal, ohne Rücksicht auf Verluste einfach mal hinfliegen, egal wenn keiner zurückkommt. Heutzutage sind wir sehr viel vorsichtiger, das heißt, wir würden unsere Astronauten natürlich auch gerne zurückbringen. Aber die sind bereit und wenn jetzt zum Beispiel diese Mars Sample Return Mission relativ gut klappt, also wenn wir zuverlässig auf dem Mars landen können, im Moment ist die Landequote auf dem Mars 50%, ja, also von den letzten 10 oder 12 Missionen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich ein Ticket buchen würde, wenn mir sagt, ja, ihr Flugzeug landet mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit und sonst ist es ein Crash. Also das müssen wir noch ein bisschen verbessern, aber ich denke mir, wir arbeiten mit so viel Nachdruck und es wird auch sehr viel billiger jetzt mit den privaten Unternehmen, SpaceX und viele weiteren, also, dass ich denke, dass in den nächsten 2-3 Jahrzehnten wir viel Material, also erstens zum Mond schicken werden, da gibt es wirklich Ideen dazu, Moon Village und andere, aber auch tatsächlich zum Mars. Also ich denke mir, in diesem Jahrhundert werden wir den Mars, also Mond auf jeden Fall und Mars wahrscheinlich auch besiedeln. Und es gibt eine schöne Weisheit von Carl Sagan, der Wissenschaftler, aber eben auch Science-Fiction-Autor. Und der hat mal vorhergesagt, dass wir unser Planetensystem nicht besiedeln werden, weil wir es können, sondern weil wir es müssen. Ja, also wenn uns langsam dann die Ressourcen auf der Erde ausgehen oder Klimakatastrophe und so, dann werden die Ersten wahrscheinlich sich überlegen, könnte man eben woanders auch siedeln. Könnten ja Corona exportieren. Genau. So, letzte Frage. Aber und dann dazu, also das Leben, das wir auf dem Mars finden werden, es ist nicht ausgeschlossen, dass das wirklich auch Viren sind. Ja? Also gut, letzte Frage, die ist relativ schnell zu beantworten. Und dann müssen wir, glaube ich, Schluss machen. Nämlich die Frage, ob man in den nächsten Jahren, vielleicht könnte man auch Jahrzehnten sagen, versucht zu planen, eventuell Proxima Centauri anzufliegen. Da verweise ich auf Kaffee und Kosmos. Da habe ich mal einen Vortrag gehalten über interstellare Raumfahrt. Und der ist auch auf dem Netz zu finden. Also einfach Markus Gisler-Partig eingeben auf YouTube. Und das ist ein Projekt, Breakthrough Starshot. Es gibt tatsächlich Pläne, Proxima Centauri, also 4 Lichtjahre entfernt, mal zu besuchen. Allerdings, wenn Sie dahin fliegen wollen, 4 Lichtjahre entfernt, wird es ewig dauern, wenn Sie dann selbst mit, also typische Geschwindigkeiten bei uns,
10.000 Kilometer pro Stunde oder ein bisschen schneller, wenn sie wirklich ganz schnell sind. Und selbst dann wird es ewig dauern. Ja? Aber das heißt, wenn sie dahin fliegen wollen, müssen sie mit einem Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit hinkommen. Eine Masse zu beschleunigen auf einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit, das geht nur, wenn die ganz leicht ist. Das heißt, was im Moment, wozu es Forschung gibt, ist es eben Starchip, Chip C-H-I-P geschrieben, also als Mikrochip, wo man praktisch ein Sonnensegel nehmen würde, von ein paar Meter mal ein paar Meter, ein Mikrochip vorne dran, mit einem Laser, wie auch ein Sonnensegel, könnte man praktisch das beschleunigen. Man kann tatsächlich die Masse mit einem Gigawatt-Laser auf einen Fünftel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Wenn Sie mit einer Fünftel der Lichtgeschwindigkeit fliegen, kommen Sie auch nach Proxima Centauri in 20 Jahren, was immer noch eine lange Reise ist, aber ist dann möglich. Und wenn Sie eine ganze Flotte von denen wegschicken, was auch möglich ist, dann haben Sie eine gute Chance, Proxima Centauri zu erreichen. Also es ist gar nicht so weit entfernt. Also wir sind an der Technologie fast dran, um interstellare Raumfahrt zu ermöglichen, allerdings überhaupt nicht bemannte. Also das sind dann noch ein paar Jahrhunderte wahrscheinlich. Aber einfach nur ein Mikrochip mit dem, was Sie sonst auf Ihrem Handy so haben, Kamera und sonst was, könnte man sich in diesem Jahrhundert schon vorstellen. So, und die letzte Frage brauchst du nicht zu beantworten. Bist du, glaube ich, falsch ausgebildet. Da geht es um die Rechtsprechung auf Mond und Mars. Da können wir ja mal einen eigenen Vortrag dazu planen. Ich denke, wir hören an dieser Stelle auf. Aber wir haben tatsächlich auch, also wir haben eine Abteilung für Rechtswissenschaft und eben auch Space Law. Und dann müssen wir mal einen Kollegen einladen. Und es gibt internationale Abkommen, dass keinem was gehört dort oben. Also man kann nicht. Aber gerade einen interessanten Versuch in Kalifornien, weil es gibt das kalifornische Gesetz. Nach dem kalifornischen Gesetz kann man eben Anspruch auf ein Stück Land erstellen. Und wenn sich dann keiner meldet innerhalb von, glaube ich, 50 Jahren, dann gehört das Land einem. Und jemand hat damals vor 50 Jahren eben den Mond beansprucht. Und hat dann versucht, das geltend zu machen. Nach kalifornischem Recht ist aber damit nicht ganz durchgekommen. Also er gehört noch niemandem, er gehört der internationalen Gemeinschaft und wir werden ihn weiterhin erforschen und auch zusammen. Gut, denke ich, das sind gute schließende Bemerkungen. Ganz herzlichen Dank, Markus, für sowohl den schönen Vortrag als auch das sehr ausdehnende Beantworten der Fragen. Und ich denke, das habe ich zumindest gesehen, den Dank für den schönen Vortrag und für die Fragen kommt von draußen und hoffentlich jetzt auch hier aus dem Saal. Vielen Dank. Und normalerweise wäre es jetzt meine Aufgabe, den Vortrag für nächste Woche anzukündigen, Sie einzuladen und so weiter. Leider hat die politische Situation jetzt dazu geführt, dass ich das nicht tun kann. Also nächste Woche müssen Sie sich eine andere Beschäftigung aussuchen. Ich fürchte, das wird auch mehr zu Hause sein als draußen. Das heißt, der Vortrag der Klimaschutz und das 2-Grad-Ziel, eigentlich ein sehr attraktiver Vortrag, findet nächste Woche nicht statt. Aber das Deutsche Museum wird trotzdem versuchen, ab der übernächsten Woche dann wieder die Vorträge laufen zu lassen, jedoch ohne Präsenz, soweit ich das verstanden habe, hier vor Ort über YouTube. Das heißt, Sie schauen dann am besten auf die Webseiten des Deutschen Museums und können sich dann informieren, was läuft. Covid hin oder her, Wissenschaft geht weiter und Wissenschaftskommunikation geht weiter, halt mit leicht veränderten Randbedingungen. Dennoch freue ich mich auf die verschiedensten Vorträge und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen wunderschönen Restabend. Kommen Sie gut nach Hause und wie üblich bleiben Sie gesund. Dankeschön.